ruhig auf Körper fallen. Ja, das war das erste Mal heute, dass ich hier die deutschen Kollegen habe rufen hören. Ne? Und da habe ich mir gleich mal einen Köfferchen geschnappt. Ich habe hier sonst nur eine Albrecht, so eine 5800 da drin. Und da habe ich dann direkt mal das Köfferchen geschnappt mit dem kleinen Bleigel-Akku und der Lincoln da drin und bin dann mal schnell den Berg hier hochgedüst. Ne? Und wie gesagt, das klappt wunderbar. Da hat gerade noch eine andere Station aus 13 Divisionen reingerufen, die ist natürlich auch gehört. Und ja, aber das freut mich natürlich, Ralf, dass wir uns als Newcomer in der Delta-Alpha-Gruppe dann direkt mal hier direkt auf Band getroffen haben. Ne? Das wird wahrscheinlich von meinem Heimat-QTH, welcher da im Ruhrpott liegt, in der Nähe von Düsseldorf, Duisburg um genau zu sein, wird es wahrscheinlich seltener der Fall sein, dass wir uns hören. Ne? Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich da doch mal direkt die 13 Delta Alpha 010 hier am Mikrofon habe. Mikrofon nochmal zurück, Ralf. Ja, weiter, Ralf. Ja, gebürtig komme ich auch da unten aus der Ecke. Ne? Ja, da komme ich auch, ja, aus dem Ruhrgebiet. Ich bin jetzt circa, ja, ich wohne jetzt 2 Jahre hier. Und so, eigentlich recht schön. Ca. 600 Meter momentan hoch hier, das ist mein QTH. Und naja, halt ein bisschen ruhiger und halt ländlicher gelegen hier alles. Und naja, dafür besser auch vom Empfang, also mal abgesehen. Ja, gut, ja. GX-mäßig bin ich eigentlich schon länger aufgespannt. Wie gesagt, ich war vorher in der Sugar Delta Gruppe und so weiter. Nur ich habe eine lange Zeit Pause gemacht jetzt. Achtung, 19 Delta Lima 1, Standby. Gruppenwechsel natürlich auch, weil es so kleine Auseinandersetzungen noch gab und darauf hatte ich keine Lust mehr gehabt. Deswegen jetzt Delta Alpha Gruppe, ja, da sind noch einige Leute auch noch sehr bekannt von damals.